Ein kleiner Probekeller in einem Hinterhof, mitten in der Provinz. Und doch der Ort, wo Welterfolge produziert werden. Und vor allem, wo ein 28-Jähriger in atemberaubendem Tempo zum Weltstar wurde. Sidney Youngblood, geboren in Texas, wohnhaft im badischen Schwetzingen. Manchmal meint man, er könne es selbst noch nicht so recht glauben, was da mit ihm passiert ist. Selbst bei der Arbeit kann er nicht verbergen, wie glücklich er ist mit dem, was aus seinem Leben in nur einem Jahr geworden ist. Einer der erfolgreichsten Popstars der Saison. Newcomer des Jahres. Man würde ihn sowieso nicht erkennen. Warum solle er dann den Star spielen? Noch nicht einmal ein Auto brauche er. Dazu habe er einen Manager, der ihn chauffiert. So wie jetzt will er bleiben. Auch wenn ihm die Plattenfirma prophezeit, dass er sich gewaltig ändern werde mit dem Ruhm. Er glaubt es einfach nicht. Und wenn das mal passieren würde, dass er mal auf der Wolke schweben täte, wir würden ihn sofort drehen. Überhaupt kein Problem. Drei Millionen Käufer wollten bereits seine erste Platte haben. Und das ist erst der Anfang. Amerika kommt jetzt dran. Sein schwätziger Manager und bester Freund von Anfang an dabei. Wir haben eine Band gehabt, wie es viele Bands gibt, die in kleinen Clubs spielen und rumtouren und in kleinen, schmutzigen Hotels wohnen und wenig Geld kriegen. Und das haben wir einige Jahre gemacht. Und es lief aber dann schon auf den Punkt raus, dass sich gezeigt hat, dass der Sidney eben talentiert war, unheimlich talentiert war. Und man wollte halt mehr erreichen. Und man hat halt sich überlegt, dass man halt Platten machen will und eben berühmt werden will und was man alles so will, wenn man halt Musiker ist. Und wenn der Kühlschrank immer leerer wird. Auf seine Erfahrungen als GI in Deutschland spielt dieses Video an. Angefangen hat er nämlich alles in Mannheim. Mit seiner Stationierung. Es sei schon verrückt, wenn er daran denke, wie er damals jeden Tag hierher in den Probekeller gelaufen sei. Zu Fuß und noch in Uniform. 9 Jahre ist das her. Und jetzt, heute, wollten sie Autogramme von ihm. Noch einmal ist er für uns dorthin gefahren, in Mannheims amerikanisches Viertel, vor den PX Supermarkt. In Mannheim spielte er zum ersten Mal in einer Band, wurde schikaniert von seinem Sergeant, sang nachts in GI-Clubs und wurde von der Bühne gepfiffen mit seinen selbstgeschriebenen Songs. Am nächsten Tag hockte er dann übernächtigt vor einem Computer und gab Bestellungen ein. Einmal habe er ein paar Nullen zu viel getippt und plötzlich quoll die Lager über von Toilettenpapier. Als Strafe musste er mit der Zahnbürste die Klos putzen, wie das eben bei der Armee so üblich ist. Duschräume schrubben und so weiter. Gott sei Dank ist das vorbei. Sidney mit seiner Tochter und deren Freundin. Sie lebt bei ihrer Mutter in Heidelberg. Es tue jedes Mal gut, wieder hierher zu kommen, in die Provinz, wo man noch ganz normal behandelt wird, nach den vielen Champagnerpartys und den falschen Schmeicheleien des Showbiz. Evelyn ist 7 Jahre alt, als Baby nach einem Fieber falsch behandelt und taubstumm geworden. Für sie will er in Zukunft besonders sorgen. Mit einer Band auf Tour gehen und auf der Bühne stehen, das sei für ihn schon das größte Glück. Aber das könne er ja auch nicht ewig machen. Und dann habe er eine kleine Tochter, die einen guten Platz im Leben finden soll, eines Tages. Und sie ist ja etwas, das er produziert hat. Das ist seine Tochter und ihr Leben soll einmal besser werden. Sidney Youngblood am Bass. Stundenlang kann er hier üben, in seiner Schwetzinger Wohnung, auch wenn er dort derzeit höchstens 50 Tage im Jahr ist. Jeden Tag sagt er uns, bete er zu Gott, dass er einen wirklich großen Künstler aus ihm mache, nicht nur einen Tanzmusiker für die Charts.
Der fast unheimliche Youngblood-Erfolg, das sind 5 Leute, nicht nur einer. Seine Produzenten, sein Manager und schließlich er selbst. Sein eigentlicher Entdecker, der sich ungern filmen lässt, ist der promovierte Mathematiker Klaus Zundel. Absoluter Profi im deutschen Popgeschäft. Nebenbei noch Bruder des letzten Heidelberger Oberbürgermeisters. Doch bei den Youngbloods wird nicht nur Ruhm, auch das Geld brüderlich geteilt. Es muss immer einen geben, einen Produzenten, also so ein Kopf von allem, der was entscheidet. Und wenn das nicht gegeben ist, dann brauchst du gar nichts zu machen. Das ist wie in der Wirtschaft. Wir sind praktisch eine Firma. Eine Familie, die auch eine Firma ist. In dem Fall. Familienbetrieb. So exotisch Sydney zuweilen daherkommt, eigentlich ist er schon längst in Süddeutschland zu Hause. Mit Bier, Rotkohl und Rouladen. Ja, das ist ganz lange so. Ich bin echt so, ich glaube, ich bin ein deutscher Neger. Do? Ayo. Ayo. Der Neger aus Kopfhals. Hans-Neger. Just sit and wait.